Handelt es sich um eine Light-Version des Liedes Macht hoch die Tür, die Tor macht weit? Nun, eher um eine Verdichtung. So etwas herzustellen beim bekanntesten und beliebtesten Adventslied in unserem Gesangbuch ist eine große Kunst. Bei der Verdichtung fallen einige Aspekte des ursprünglichen Liedes weg. Übrig bleibt diese Aussage: Jesus ist die Freudensonne. Er bringt alles zum Ende, was uns belastet und bedrückt. Am Ende dann führt Jesus uns in die Seligkeit hinein. Er tut das mit Hilfe seines Heiligen Geistes. Worum es geht, ist einfach: sich mit Jesus verbinden, spüren, wie sein Geist in mich hineinströmt. Die Adventszeit kann dazu Gelegenheit bieten. Wie kann das konkret geschehen, dass ich mich mit Jesus verbinde? Nun, zum Beispiel so: Ich singe das Lied, Gesangbuch Nummer 2, mehrmals hintereinander. Oder ich betrachte, was im Lied gesagt wird, ganz intensiv. Ich bete das Lied. Dann kann es passieren, dass sich mein Geist öffnet für den Geist Gottes. Es muss nicht passieren. Es kann passieren. Doch wenn es passiert, dann passiert da etwas Fantastisches mit mir. Gottes Geist ist ganz anders, nämlich als unser Menschengeist. Gottes Geist bringt mich in die Ruhe, gibt mir neue Energie. Gottes Geist beflügelt meinen Geist. Und alles das mitten im Alltagstrott, mitten im täglichen Ärger, in den Sorgen und Nöten, die mich umtreiben. Die Probleme meines Alltags verschwinden nicht, wenn der Geist Gottes in mich kommt. Ich aber werde in die Lage versetzt, mit diesen Problemen besser umzugehen. Ich gewinne Abstand zu ihnen. Ich kann sie klarer einschätzen und nüchtern Lösungen überlegen. Ebenso kann ich die bedachten Lösungen mit Energie umsetzen. Gibt es ein größeres Wunder, als mitten im täglichen Ärger und Gewurstel zu sich zu kommen und Kraft zu schöpfen aus Gottes Geist?